Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Donnerstag, der 11. Oktober. Mein Name ist Carlos Martins und ja, wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir haben immer noch die Position von vorgestern, die Hedge-Position. Die ist noch nicht aufgelöst, die ist noch neutral im Markt. Das sind genauso viel Long-Position wie Short-Position. Und wir haben heute natürlich, wenn Sie die letzten Tage an der Börse verfolgt haben, gestern gab es einen riesen Abverkauf an den amerikanischen Märkten. Heute haben wir einen Indexstand von 11.552 Zähler, also wieder gut 100 Punkte tiefer als gestern. Wie machen wir es dann jetzt mit unseren Boxen? Wir haben heute ein Hoch bei dem Eröffnungskurs bei mir bei 11.581. Und 81 Punkte, also 79 Punkte tiefer. Bei 11.502 lag das Verlaufstief für die Bewegung. Wir sehen, wir haben einiges an Musik da. Ich würde aktuell die Box eher im oberen Drittel platzieren. Das würde bedeuten hier 11.581, 81, 80 würden wir long gehen und dementsprechend bei 65 Short gehen, wenn der Kurs dort reinläuft. Wir haben noch 3 Minuten, beziehungsweise 2 Minuten und 15 bis zur Order-Eingabe. Das wäre die Idee. So, wir sehen jetzt, dass wir oben in der oberen Box sind und wir aktivieren die Box jetzt. So, es ist amtlich. Wir nehmen jetzt den oberen Bereich. Das würde bedeuten, 11.581 gehen wir long und 11.566 gehen wir short. 11.581 long, 11.566 short. Und wir sind short ausgeführt im ersten Trade 8:54 Uhr. Es ist 8:55 Uhr gleich. Unser Gewinnziel bei der Order liegt bei 58 Zähler. .570 jetzt aktuell gehandelt. So, 2 Punkte fehlen noch. 2 Punkte fehlen noch. Und ein Punkt. Und wir sind draußen. Das war's. Das war unsere Eröffnungsbox um 8:56 Uhr. So, das war die Eröffnungsbox. Wir haben hier den Trade gemacht und sind hier raus. Wir werden morgen kein Trade machen. Eventuell, wenn es heute kommt, ein Hedge-Auflösungstrade noch. Aber ansonsten werden wir morgen, weil wir auf dem Weg nach Nürnberg sind, morgen auf der Messe am Samstag, ja. Das heißt, ich wünsche euch allen dann schon mal hier in diesem Wege ein schönes Wochenende und dann bis Montag.